Hallo, ich bin Bea von der Dollarbox und jetzt gibt's ein kurzes Halloween-Zeichnen-Tutorial. Fangt mit einem umgedrehten U an. Dann macht ihr so kleine Zipfelchen und eine Rüsche. So, das ist der Umhang. Jetzt kommen die Augen dran. Macht ihr so schön oval, dann sind sie gruselig genug. Und ein Mund wie bei Schrei. Ja, das ist es. Fertig ist der Geist. Und so könnt ihr einfach weitermachen und mehrere Geister produzieren. Sogar ein Babygeist kann dabei sein. Als erster ist der Besen dran. Auch mit dem Stiel einem umgedrehten U. Fertig ist er. Jetzt sitzt die Hexe drauf. Da müsst ihr erstmal ein J machen. Und daraus so eine Art Halbmond produzieren, füllt ihr aus. Das ist der Körper der Hexe. Und dann kommt ein Bein dran mit dem Stiefel. Der Kopf der Hexe. Eine Hand, die sich festhält. Und der Hut. Und jetzt braucht ihr nur noch einen Umhang. So wegfliegt und fertig ist die Hexe. Nochmal. Das J, das Beinchen, Stiefel, Kopf, der Hut, eine Hand, die sich festhält, der Umhang und Nasen können die Hexen noch haben. Seht ihr? Jetzt mit Babyhexe auch. Die darf nicht fehlen. Viel Spaß beim Halloween-Zeichnen. Buh.